Guten Morgen, mein Name ist Marlies Barbara Lenz. Ich kandidiere für die Bundestagswahl für den Bezirk Duisburg-Nord und möchte heute ein ganz wichtiges Thema mit euch besprechen. Gestern las ich eine Nachricht, die mich sehr, sehr beunruhigt hat. Norwegen verändert seine Impfstrategie, weil einige 80-, 90-Jährige nach der Impfung verstorben sind. Indonesien oder China fahren eine ganz andere Impfstrategie, nämlich sie impfen die 18- bis 59-Jährigen. Das ist auch die Gruppe, die an den Testaktionen für die Zulassung des Impfstoffes teilgenommen haben. Man muss sich mal überlegen, es werden jetzt die Menschen geimpft, die nur in ganz, ganz geringe Anzahl an der Zulassung des Wirkstoffes für Covid oder gegen Covid-19 teilgenommen haben. Ich bin unheimlich verärgert darüber, dass der Bundesgesundheitsminister die Bundesregierung anscheinend über solche Informationen nicht verfügte. Es wird totgeschwiegen, dass es Fälle auch in Deutschland gibt. 13 Personen sollen bereits verstorben sein. Weitere 20, da prüft man noch, ob wirklich der Grund des Todes eben der Impfstoff war. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.